Warum fahren die Idioten denn vor? Und warum fährt denn der Jagdpanzer an, der mit keine Panzerung hat? Nach ganz vorne, wenn kein anderer hinfährt. Also das wäre nachher der große Totschöpfkönig, wollte ich sagen. Der weiß ganz genau, was er tut. Und wir werden voll ablosen, wie die ganzen Gefechte vorher auch. Ja, weil bei denen nämlich kein einziger kommt, die kommen nur bei uns. Wir sollten uns einfach den stärksten Russen raussuchen und in die Fresse hauen. Da, da ist er schon, der Pantera. Ach du Scheiße. Ja, natürlich, und wieder die Kette, wieder die Kette. Dass ich auch ja nicht mehr wegkomme. Abgeprallt, weißt du, auf, krieg ich auch schon von der anderen Seite, also groß zurück können wir nicht. Der mir den Weg. Ja, den Kill holt er sich natürlich. Ja. Links stehen sie auch schon so, dass sie uns beschießen können. Mein Schuss fällt im Boden. Ja, es geht ja nicht mehr auf. Das ist spannend. So, wer ist denn alles hier jetzt tot? Ja, die kommt sofort durch, ne, auf die Kette. Wenn ich drauf schieße, komme ich nur die Ketten nicht durch. Wie schnell schießen so eine Totel? Ja. Von hinten, Objekt 225. Oh, warte, dann muss ich drehen. Versuche ich gerade, geht nicht. Ah, bin ich tot, ich komme nicht rum. Ich kann meinen Panzer nicht drehen. Ich bin die ganze Zeit quer. Warte, ich bin auf dem Weg. Tot. Weil der zielt einfach vorne auf meine Mitte und bumst durch. Hier eins, das ist dann nicht wie gewinnen, nur weil ich tot bin. Dann ist er doch an mir. Ach, hör doch auf. Ich mag mein entspanntes Ich. Ja, sehr entspannt. Hattest du einfach keinen Spaß? Du, weißt du, was du hast? Gucken wir mal. Ich habe einen Punkt für den Battle Pass bekommen. Ich drei. 3047 Schaden. Es gibt zwei Spieler, die keine 800 Punkte gekriegt haben. Ich bin einer von den beiden. Ah, ist das schön. Das Spiel liebt mich. Ja. 12.000 Erfahrung und was habe ich hier? Eine BN8? 3.485. Okay. Ich glaube, das war das erste gute Gefecht für heute.